Im Hintergrund leuchtet die Mittelstraße auf. Die Spielfläche wird schwach beleuchtet. Adam tritt auf. Ich bin der erste Gott. Kain tritt auf. Offenbar schwerhörig. Wie? Ich bin der erste Gott. Ach so. Ich bin der zweite Gott. Abel tritt auf mit einer gewissen Feierlichkeit. Ich bin der dritte Gott. Enoch tritt auf mit einer gewissen Unbekümmertheit. Ich bin der vierte Gott. Adam gähnt. Was? Langweilig, diese Unendlichkeit. Stinklangweilig. Wie? Stinklangweilig. Ach so. Setzen wir uns. Was? Setzen wir uns. Ach so. Eine Sonne dort geht hops. Wer? Eine Sonne dort hops. Ach so. Wann? Nächstens. Sie wird eine Supernova. Eine was? Sie bricht auseinander und ihre Materie fegt in den Raum. Ach so. Wumm. Wie? Wumm. Was? Bumm. Ach so. Eigentlich ist diese Sonne doch stabil. Dann wird sie keine Supernova. Sie wird aber eine Supernova. Dann ist sie nicht stabil. Ich kenne mich mit den Sonnen nicht aus. Ich auch nicht. Wie? Ich auch nicht. Ach so. Ob sie wohl Planeten hat? Ob sie was hat? Planeten? Ach so. Keine Ahnung. Wie? Ach so. Planeten mit Lebewesen. Mit was? Mit Pflanzen, Tieren, Menschen. Ach so. Mit Lebewesen kenne ich mich auch nicht aus. Spielt ja auch keine Rolle. Wandern wir weiter? Wie? Weiter wandern. Ach so. Hops geht sie ohnehin. Antwort eines trunkenen Dichters. Ein trunkener Dichter leerte sein Glas auf jeden Zug. Ihn warnte sein Gefährte, hör auf, du hast genug. Bereit vom Stuhl zu sinken, sprach der, du bist nicht klug. Zu viel kann man wohl trinken, doch nie trinkt man genug. Naja. Macht mir Spaß, in dieser Bibliothek zu schnausen. Was heißt schnausen? Ja, ich suche mir so, ich greife dieses Buch oder jenes Buch einfach draus heraus und lese etwas. Macht man ganz planlos. Hier sind die Klassiker. Da bin ich eigentlich am liebsten, ich weiß nicht, warum ich eigentlich am liebsten Klassiker lese.
keine Ahnung. Moderne Literatur lese ich sehr wenig und neue Literatur lese ich fast gar nicht. Oder dann wissenschaftliche Literatur. Aber in der Nacht, da saß ich oft hier, wenn ich schlafen konnte, habe dann irgendwie ein Buch hervorgezogen von Herder oder von Goethe. Oder oft meistens von Lessing, viel von Wieland, konnte dann einfach, las dann. Dann ging ich wieder rauf, versuchte zu schlafen, kam wieder und plötzlich kam mir irgendeine Stelle in den Sinn. Dann bin ich wieder runtergekommen. Ich habe mal gestern so sehr ernsthafte Gespräche und du gehst als Komödiendichter, als Satiriker. Was ist für dich Humor? Was ist Komödie? Ich habe einmal etwas erlebt, ich könnte sagen, warum ich Schriftsteller geworden bin. Also, das habe ich auch schon geschrieben in den Stoffen. Das war nach einer riesigen Geburtstagssauferei 45, wo ich dann das ganze Zimmer voll konnte. Da kam ich mir so ungeheuer komisch vor gegenüber der Welt und dachte, ich muss dieser Welt etwas gegenübersetzen, das ebenso fürchterlich ist wie, aber was Humor ist, das habe ich einmal auf eine ganz gespenstische Weise erfahren. Und das ist eigentlich eine der merkwürdigsten und es ist eine ganz lächerliche Geschichte. Ich ging immer den gleichen Weg in die Universität, als ich noch studierte. Und das war so ein Umweg. Ich ging nie direkt, ich ging immer durch die englischen Anlage. Wir wohnten über der Stadt, über der Stadt, jenseits der Aare. Und ich ging immer den gleichen Weg durch die englischen Anlagen, durch eine Art englischen Garten. Aber also ganz anders in München, Aare. Bord, Marehang und dann über die Kirchenfeldbrücke und dann kam ich am Casino vorbei und dann durch die Stadt zur Universität. Es war ungefähr ein Weg einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Und ich bin einmal in die Universität gegangen zur philosophischen Vorlesung und vor dem Casino, das ist ein großes Restaurant und auch ein Musiksaal, wo man also die Orchester spielten dort, aber so ein großes Restaurant verbunden. Und das sind so Plantanen, die schneidet man. Und es sind zwei Reihen. Und da war ein Gärtner und der war in der ersten Reihe, also in der gegen der Aare gegenüber. Und ich ging über ich kam von der Brücke und ging über den Casinoplatz und schaute dem Gärtner zu, wie der da die Plantanen schnitt und die Bäume, die. Und wie er mich anschaut, schaute ich ihn an, da bin ich über einen Hundedreck bin ich ausgeglitscht und bin auf den Hintern gefallen. Und da bin ich, und er schaute mich so zu, es hat etwas gelacht. Und dann bin ich weitergegangen und bin auf die Universität und hörte zu. Und so nach zwei Stunden kam ich zurück und hatte die ganze Reihe gemacht und war wieder vorne, aber also in der hinteren Reihe. Und ich habe ihn wieder angeschaut und bin wieder über den gleichen Unterdreck gefahren und saß wieder auf den Hintern. Und er hat mich angeschaut, ich vergesse diesen Blick nie. Und da war das ganze Erstaunen über mich drin, dass es überhaupt so einen Menschen gibt, der zweimal über den gleichen Hundegreck auf das Hintern fällt. Ich kann diesen Blick nie vergessen. Und das ist für mich Humor. Da habe ich den Humor erlebt. Aber dieses ungeheure Erstaunen und gleichzeitig dachte er, so einen Trottel kann es doch nicht geben. Und ich war selber der Trottel. Und ich musste irgendwie lachen oder es war für mich Humor. Und für mich ist das eigentlich, was man dem Leben gegenüber am Schluss bleibt einem nichts als dieser, es bleibt einem nichts als dieser Blick. Ich glaube, dass der Humor ist
der letzte Versuch der Objektivität, den man der Welt gegenüber hat. Und ich glaube, dass man im Schreiben unbewusst, das ist jetzt vielleicht etwas sehr frech gesagt, aber man nimmt irgendwie die Stellung Gottes ein. Also wenn es einen Gott gibt, muss der einen unendlichen Humor haben. Der muss wahnsinnig Freude haben, da Welten in die Luft zu jagen. Das ist wie ein Kind, das mit Zinnsoldaten spielt. Und da dem Moral oder irgendetwas zuzudichten, nein, ich glaube, der hat einfach Freude am ganzen Spektakel. Und das hat unbewusst der kreative Mensch auch. Wie soll man eine Geschichte von Minotaurus darstellen? Ich habe das versucht, das als Dramaturgie.